Hallo und herzlich willkommen, Miau. Denn heute spielen wir wieder ein Spiel, das sich mit Mimu, unserer allseits beliebten Katze, auseinandersetzt. Und zwar den zweiten Teil von Mimu Escape. Die sitzt schon in einem Wäschekorb. Und dann wollen wir doch mal sehen, was es damit so auf sich hat. Weh, die Katze ist in der Waschmaschine. Das ist gar nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Und die kann man natürlich auch nicht von innen öffnen. Da ich noch nie in einer Waschmaschine war, ich passte ja auch gar nicht rein. Also man kann es jedenfalls bewegen. Mal sehen. Aha, hier ist schon mal wieder ein Code. Man kann sie natürlich auch weiter bewegen. In den Klamotten müsste ja auch irgendwas sein. Ja, eine Murmel. Nun ja. Immerhin, schon mal ein Anfang. Aber hier ist noch. Nein, eigentlich wollte ich gar nicht. Nein, das hier wollte ich mal aufmachen. Da wird wohl der Zahlencode noch wichtig. Okay, das letzte haben wir hinten schon gesehen. Das ist so auf 3 Uhr. Okay, dann wühlen wir nochmal rum. Nochmal. In der Wäsche was getan? Eine Socke. Ja, was fängt man mit einer Socke an? Ich habe keine Ahnung. Mit einer einzelnen jedenfalls. Ah, jetzt haben wir schon das zweite Teil vom Code. Wollen wir da mal ein bisschen rumexperimentieren? Nein. Also das letzte ist auf jeden Fall so. Das erste ist irgendwie so. Und wir haben es geschafft. Tja, aber da ist kein Durchkommen. So ein Pech aber auch. Da müssen wir uns wieder rausquetschen. Machen wir das mal zu. Und weiter geht das Drehen. Mal schauen, ob wir. Das hatten wir ja schon, ob wir in den Klamotten noch was finden. Oh, die Kombination hatten wir ja schon, also weiter drehen. Und weiter drehen. Hoffentlich drehe ich jetzt nicht total in die falsche Richtung. Na, ich glaube, das hatten wir auch schon. Einfach nochmal. Ja, da hatten wir die Murmel raus. Okay. Weiter drehen. Ah, jetzt sieht es etwas anders aus, aber ob wir etwas finden, das ist noch fraglich. Ist hier was? Ui, eine Gabel im T-Shirt.
Na, damit können wir doch vielleicht die Tür öffnen. Ja. Na. Können wir da draußen nicht einen Faden ziehen? Ah. Und mit dem Faden, den verbinden wir jetzt. Dann haben wir eine Schleuder. Fragt sich nur wozu. Hier können wir nämlich auch mal raus und wir sehen, da liegt ein Schlüssel für was auch immer. Na gut, hier ist auch noch was. Dafür ist der Schlüssel wohl. Na gut, dann gehen wir, nein, zurück. Dann, was mache ich denn so? Und so. Hier nochmal rein. So, und das verwenden wir jetzt. Da, wo es rosa wird. Na, wenn das mal keine Kettenreaktion war. Also, nein. Zumachen und rollen. Ich glaube nochmal. Dann können wir nämlich wieder platsch. Aber wir haben einen Schlüssel gefunden, der hier verpasst. Was zum Geier ist das? Können wir damit die Waschmaschine öffnen? Nein, können wir nicht. Hier ist auch nichts mehr drin. Dann drehen wir nochmal die Waschmaschine. Damit können wir aber das hintere Teil der Waschmaschine aufschneiden. Und wir begeben uns, beziehungsweise werden gespült in den Waschmaschinenschlauch und kommen aus der Kanalisation wieder raus. Oh, da ist sie aber geschafft, die Mimu. Aber sie lebt und atmet noch, hat das Spiel und die Kanalisation also ganz gut überstanden und der Fressnapf ist ja auch in der Nähe. Also ist alles ganz gut. Und ich verabschiede mich. Tschüss!